Das Unternehmen sucht nach Firmen für die Entwicklung seiner geplanten 114 MW Anlage in Büstelsbrix der Stufe 1. Frontier Energy ist auf der Suche nach einem Bau- und Ingenieurunternehmen für die Entwicklung seiner 114 MW Solaranlage Büstelsbrix Stage 1 für sein grünes Wasserstoffprojekt in Westaustralien. Nach eigenen Angaben ist es dem Unternehmen gelungen, seine Kandidatenliste für das Projekt von 5 auf 2 zu verkürzen. Die Solaranlage wird den Strom für einen geplanten 36,6 Megawatt Elektrolyseur erzeugen. Das wiederum wird 4,4 Millionen Kilogramm grünen Wasserstoff pro Jahr produzieren. Der EPC-Vertrag ist ein zentraler Bestandteil des Finanzierungsprozesses für das Projekt. Dieser Prozess soll Anfang 2023 beginnen. Laut Frontier Energy wird der Bau der ersten Phase des Projekts mit einem Preis von rund 166 Millionen US-Dollar verbunden sein. Die Solarmodule werden voraussichtlich mit Kosten von etwa 42 Millionen US-Dollar die größte Ausgabe des Projekts darstellen. Die Unternehmen, die für das grüne Wasserstoffprojekt in die engere Wahl gekommen sind, wurden nicht identifiziert. Grant Davey, Vorstandsvorsitzender von Frontier Energy, sagte, dass die Firmen, die es in die engere Wahl geschafft haben, jeweils über bedeutende Erfahrung in der Entwicklung von Solarparks im industriellen Maßstab in Australien verfügen. Trotz des hochinflationären Umfelds waren die Kostenprognosen sehr wettbewerbsfähig und entsprachen der PFS-Schätzung, Vormachbarkeitsstudie, sagte Davey. Der Solarpark Frontier Energy Stage 1 wird auf rund 195 Hektar Land errichtet. Der Großteil wurde bereits von der Vegetation befreit, da er in der Vergangenheit landwirtschaftlich genutzt wurde. Über das rund 4 Kilometer vom Solarkraftwerk entfernte Landwehrterminal wird der Standort schließlich an das 330 kV Übertragungsnetz von Western Power angeschlossen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, ein eigenes Netzwerk installieren zu müssen. Für die Entwicklung der grünen Wasserstoffphase wird nach Abschluss einer Schlüsselstudie eine ECP-Ausschreibung durchgeführt. Laut einer Mitteilung von Frontier Energy soll dies innerhalb der nächsten 3 Monate erfolgen. Sobald das Projekt in Betrieb ist, erwartet Frontier Energy, dass es sich unter den erschwinglichsten Anlagen für grünen Wasserstoff im Land positionieren wird. Sobald es vollständig in Betrieb ist, glaubt Frontier, dass das Bristol Springs Projekt dank seiner einzigartigen Lage, umgeben von einer großen Infrastruktur, sowohl ein früherer Umzug als auch eines der kostengünstigsten grünen Wasserstoffanlagen in Australien sein könnte. Dies reduziert die Betriebs- und Kapitalkosten im Vergleich zu weiter entfernten Wasserstoffprojekten und ist nach Angaben des Unternehmens auch von wahrscheinlichen Early Adopters in der Wasserstoffindustrie beim Übergang von fossilen Brennstoffen umgeben. Frontier hat das Ingenieurbüro GHD damit beauftragt, bei der endgültigen Auswahl eines EPC-Auftragnehmers für Phase 1 zu helfen. GHD führt auch Studien für die Wasserstoffanlage durch. Es geht davon aus, dass seine anfängliche Wasserstoffproduktion auf dem heimischen Markt verkauft wird, wobei seine ersten Kunden wahrscheinlich Langstreckentransportpipelines und Energiespeicher sein werden. Frontier wog die Möglichkeiten von Wind- und Solarenergielösungen ab, stellte jedoch fest, dass Wind nicht wettbewerbsfähig war und eine reine Solaroption das beste Ergebnis liefern würde. Batteriespeicher wurden auch aufgrund hoher Kapitalkosten als unwirtschaftlich eingestuft. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.